Heute bei strahlendem Sonnenschein soll er nun endlich erfolgen, der Hobo-Test. Als erstes seht ihr hier den größten Hobo, die Firebox. Daneben folgt dann gleich die Buschbox, gesponsert von Bushcraft Essentials. Und ganz außen die kleinste, die EDC, die hat Volker vom Frankentrekking gemeinsam mit Bushcraft Essentials entworfen und sie in Serie produziert. Alle Boxen sind sehr stabil gebaut aus Edelstahl. Ja, der Aufbau war recht einfach. Der wurde schon öfter gezeigt im Forum, bei YouTube, im Internet. Deswegen habe ich mir den jetzt mal geklemmt und habe die fertig aufgebaut. Wir werden heute mal versuchen, auf der größten Box, der Firebox, ein paar schöne Steaks zu braten und ein paar Kartoffeln in die Asche zu legen. Auf der Buschbox werden wir uns einen Kaffee bzw. Tee kochen. Und auch die kleine Box wollen wir probieren, die EDC. Die soll ja auch gut laufen. Na, schauen wir mal. So, wie ihr seht, qualmen die Buschboxen schon ganz ordentlich oder brennen ganz ordentlich. Qualmen geht eigentlich. Huch, hier fällt Schnee runter. Das ist blöd. Die kleine ballert auch gewaltig. Also bin ich echt erstaunt. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Die Buschbox entspricht voll meinen Erwartungen. So habe ich es mir vorgestellt. So, und dann müssen wir schnell auflegen, Holz auflegen, dabei mal schnell die Kamera gezeigt. Sie unterstützt mich heute und meine kleine Tochter, die auch mit dabei ist, die Eliza. Übrigens ein sehr schöner Platz, wenn es kalt wird nachher, können wir uns hier ins Tipi verkrauchen. So, ich übergebe mal die Kamera an Eliza, die wollte filmen. Bitte schön. Vorgeheizt haben wir mit gesammelter Borke vom Baum, haben ein bisschen in Vaseline getränkte Watte reingesteckt und das mit dem Feuerstab hier, also ist ja schon entzündet. Ich habe aber jetzt mal Holz mitgebracht, weil ich dachte, ich finde hier nicht so viel schönes Holz draußen, aber ist gar nicht so. Für die kleine EDC habe ich natürlich jetzt wieder nicht die passenden Stippen bei. Wie es aussieht. Hobos arbeiten übrigens nach dem Kaminprinzip. Die Luft strömt von unten ein, zieht oben durch, sieht man vielleicht an der großen Box am besten, und verbrennt so das Holz nahezu rückstandslos. Jetzt fülle ich hier in die große Box noch ein bisschen dickeres Holz nach, damit sich das auch lohnt. Und ich denke mal, dann können wir bald anfangen, Holzkohle aufzulegen. So, nehme ich ein bisschen mit Holzkohle. Denn auf der großen Box, auf der Firebox, wollen wir uns heute lecker Steaks machen. Ah, die macht ganz schön Druck. Das ist sehr heiß. Ich glaube, die kleine Box, die kokelt nur noch vor sich hin. Ja, mit diesen Firesticks hier kann man die große Firebox auch bequem in die andere Richtung umsetzen, wenn man das will, mehr in Wind oder so.
So, die Kleine ist, glaube ich, gut genug, dass ich da jetzt die Buschbox, dass ich da jetzt unser Wasser erhitzen kann. Die ganz Kleine, die EDC, ist leider ausgegangen. Ich habe aber nicht das richtige Holz mit, muss ich fairerweise sagen. Ich werde sie gleich nochmal anheizen. So, die Buschbox arbeitet schon ordentlich. Das Wasser kocht gleich. Sieht schon ganz gut aus. Am meisten freue ich mich natürlich auf das saftige, dicke Steak. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier unten sind Kartoffeln drin. Die habe ich eingewickelt in Alufolie. Ja, mal schauen, ob die auch durchgehen. Die kleine EDC hat leider einen Geist aufgegeben. Ja, ist nett als Gadget. Aber ich komme damit, glaube ich, nicht zurecht. So was Größeres ist schon besser. So, Tee Nummer 1 ist fertig. Das ist auch gut so, weil Eliza kalte Füße hat vom Wandern. Wir sind ganz schön lange gelaufen. Dann hoffe ich, dass er gleich schön warm ist und dir gut schmeckt, Eliza. Zucker habe ich keinen mit. Den musst du ohne Zucker heute trinken, ja? Okay? Ja. Gut. So. Honig auch nicht. Honig auch nicht. Wasser Nummer 2 kocht. Gleich. Chef Koch, was macht jetzt Dick? Sieht schon gut aus. Guck mal. Dreh mal um. Zeig mal die andere Seite. Ihr könnt da gleich mal die Grillgabel sehen. Die hat mir der Dose empfohlen. Bedanke ich mich herzlich für diesen Hinweis. Echt geil, das Teil. Ja, also die Buschbox ist echt top. Die kann ich empfehlen. Gibt es bei Buschkraft Essentials, glaube für 29 Euro zu kaufen. Genial ist, sie hat einen Bodenschutz unten. Ist super leicht. Steckt man zusammen. Habt ihr schon bestimmt oft gesehen bei YouTube. Ja, super stabil. Da geht nichts kaputt oder so. Ist aus Edelstahl gefertigt. Sauber die Teile. Man sieht schön das Buschkraft Essentials Logo hier unten. Und was mir am meisten gefällt, es ist in Deutschland gefertigt. Aus super, super Edelstahl. Ganz schick. Jetzt wird es natürlich dann nicht mehr so glänzend aussehen. Aber das ist ja nicht dramatisch. Das muss ja nicht schön aussehen. Ich will damit arbeiten. So, Steak, mache ich nicht. Steak Nummer 1 ist fertig. Und Eliza, schmeckt's? Ordentlich durch? Ja. Prima. So, Nummer 2 ist auch schon im Anmarsch. Und die nächste Runde Wasser kocht auch schon. Ja, geht gleich los. Können wir vielleicht einen Kaffee machen. Hier ist übrigens der EDC wieder verpackt. Ihr seht, er ist wirklich winzig klein. Ja, kann man, hat überall ein Loch oben, so dass man die Einzelteile an einen Hering machen kann, an einen Karabinerhaken und immer dabei haben kann, wenn man möchte. Mit einem Teelicht oder mit einem kleinen Spirituskocher ist der sicher sehr gut. Das testen wir mal an anderen. Gerade der André hat da schon eine Kartoffel am Wickel. Und, was sagst du zu der Backkartoffel? Gut durch. Gut durch? Ja. Ist schon weich, ja? Mhm. Lecker. Ast rein. Einfach hier nur in die Glut gelegt. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen nachgeheizt, weil das ein bisschen kühl war für die Steaks. Ich möchte ja unser Steak gut durchhaben. Hier haben wir auch noch zwei Backkartoffeln. Die werden wir jetzt auch gleich noch verspeisen. Schön mit Salz. Das ist sicher ein Hochgenuss heute im Kalten. Hallo. Was machst denn du? Ich gucke hier, wie weit es noch ist. Okay, so ist ein Geocache, ne? Mhm. Da kann man gucken, wie man einen Geocache eingibt. Na dann, große Geocacherin, zeig uns mal den Weg. Wo müssen wir lang? Geradeaus. Na los, okay. Wir können erstmal gucken, wie wir auf dem Weg sind. Ausgesucht.
So, die Buschbox von Bushcraft Essential ist jetzt wieder zerlegt. Sie hat wirklich gute Dienste geleistet. Auch die Tasse stand sehr stabil darauf. Übrigens hinweisen möchte ich noch auf meinen selbstgebauten Deckel zur Tatonka-Tasse. Einfach aus einer Dose. Und ein Stück Kupferdraht oben dran, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Steak Nummer 3 ist jetzt auch langsam gut. Ich habe es hier mit den Firesticks nach unten gesetzt, weil es nicht mehr so ganz wollte. Aber jetzt werde ich es mir runternehmen und werde es mir schmecken lassen. Ich bedanke mich herzlich fürs Gucken. Ich danke Bushcraft Essentials für das Sponsoren der Buschbox und der kleinen EDC-Box. Hier war wieder euer Marc Boy für Odo TV. Ciao! Ja, hier ist nochmal euer Marc Boy mit einem Fazit im direkten Vergleich der drei Kocher. Der EDC ist sehr nett, ein Gadget für Freaks wie uns, wie mich. Man kann ihn wirklich dabei haben überall. Richtig kochen konnte ich damit aber nicht. Ich denke mal, das muss mir der Volker mal bei Gelegenheit zeigen. Schönen Gruß an Volker übrigens, an die Franken-Crew. Ja, die Buschbox war ausgezeichnet. Sie hat wirklich ruckzuck das Wasser gekocht. Also auch nicht langsamer als mein sonst verwendeter Jetboil-Gaskocher. Dafür, dass ja im Wald genug Brennmaterial herumliegt und man eigentlich nichts mitnehmen muss, ist der wirklich top. Also den werde ich jetzt immer dabei haben, denke ich mal. Die große Firebox, die fand ich natürlich am allerbesten, weil man damit auch grillen kann. Man sollte allerdings bedenken, dass die sehr, sehr heiß wird. Ich habe mir hier eine nette Brandblase zugezogen, die wird man vielleicht so nicht sehen. Mein Freund André übrigens auch. Ja, so eine Firebox kann dann doch schon über 700 Grad entwickeln, habe ich mir angelesen. Und also sollte man nicht unterschätzen, die bleibt auch bis zum Ende noch richtig kochend heiß. Wie gesagt, man kann darin prima Kartoffeln machen, man kann also wirklich vollwertig darauf kochen, Steaks ging auch. Ja, sehr gut. Ich danke nochmal bushcraftessentials.com für diese drei wunderbaren Boxen. Dort könnt ihr sie natürlich auch bestellen oder auch selber mal testen. Ja, schickt mir eine Videoantwort, wenn ihr wollt. Hier war euer Marc Boy. Ciao. Nochmal Werbung. Meine kleine Eliza wollte auch, dass sie nochmal in dem Video zu Wort kommt. Also bitte. Also ich habe gefilmt und ich fand das Steak auch sehr lecker und die Kartoffeln waren auch okay. Und der Tee war auch lecker, bloß muss man ein bisschen warten. Ist ja klar, ist noch ein bisschen heiß am Anfang. Tschüss. Tschüss. Und unser Chefkoch kommt auch nochmal zu. Noch einen letzten Blick auf den Steak hier, auf das Steak. Ja.